Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, es kamen 2 Wochen keine Videos mehr von mir. Ich habe auf Instagram schon erklärt, woran es lag. Ich war leider krank. Ich hatte eine Grippe, eine ziemlich dolle, kein Corona. Ich habe natürlich einen Corona-Test gemacht und ja, auch nach einer Woche immer noch Halsschmerzen leider. Und deswegen habe ich dann letzte Woche auch kein Video gedreht. Aber jetzt geht es ganz normal weiter. Jetzt kommt wieder jeden Sonntag ein Video und ja, legen wir mal direkt los. In diesem Video geht es um ein sehr großes Thema, glaube ich, für so ziemlich jede essgestörte Person. Zumindest habe ich dieses Gefühl, dass es eigentlich jeden, der eine Essstörung hat, irgendwie beschäftigt. Und zwar habe ich auf Instagram eine Umfrage gemacht letzte Woche, was die größte Angst von euch in Bezug auf eure Essstörung ist. An die Betroffenen natürlich. Und eine Sache kam sehr oft. Ich glaube, das war die häufigste Antwort mit Abstand. Und auch dieses Thema hat mich immer sehr beschäftigt. Und zwar die endlose Zunahme. Was passiert, wenn man niemals aufhört zuzunehmen und immer zunimmt und übergewichtig wird und dann immer fetter und fetter und nie wieder aufhören kann zuzunehmen, wenn man einmal damit angefangen hat? Ich glaube, das ist ein Thema, vor dem sehr viele Essgestörte sehr große Angst haben und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich diese Angst auch sehr stark hatte. Und es gibt auch immer noch Tage, da beschäftigt mich das immer noch, aber ich glaube, dass ich diesbezüglich eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ich möchte mit euch darüber ein bisschen sprechen, um euch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen zu können. Ja, ich glaube, dass sehr viele Leute auch gerade mit extremem Hunger nochmal eine ganz andere Art Angst haben vor der endlosen Zunahme. Da man bei extremem Hunger ja wirklich das Gefühl hat, man isst einfach alles, total viel und das für immer und es wird auch nie besser werden. Man hat endlos Hunger und natürlich kann es auch dazu kommen, dass man sich in extremem Hunger auch ganz schön große Mengen isst und dementsprechend natürlich auch viel zunimmt oder beziehungsweise man kann viel zunehmen, das muss ja nicht unbedingt so sein, das ist ja auch total individuell. Und natürlich, wenn man Angst hat, dass der extreme Hunger niemals weggeht und man immer so weiter isst, kann man natürlich auch Angst haben, dass diese Gewichtssprünge oder diese krasse Gewichtszunahme für immer so bleibt. Bei mir war das auf jeden Fall sehr krass der Fall. Ich hatte da vor anfangs sehr, sehr große Angst. Ich hatte sehr stark mit dem extremen Hunger zu kämpfen und auch da wieder, es ist ja total individuell. Es gibt ja auch Leute, die essen dann plötzlich total viel und nehmen kaum zu oder nehmen nur ganz kurz zu und dann schon nicht mehr. Auch da kann ich euch schon beruhigen. Also es gibt Leute, bei denen ist es mit der Zunahme echt gar nicht so ein Riesending. Beziehungsweise die nehmen dann sehr langsam zu oder ja, eben auch in kleineren Schritten oder nicht lange so stark. Das ist auch total individuell, das kann man vorher gar nicht genau sagen. Jeder Körper ist da total anders. Aber ihr müsst euch nicht sofort stressen, nur weil es zum Beispiel bei mir so war, heißt nicht, dass es bei euch auch so ist. Aber bei mir war es anfangs schon so, dass ich sehr, sehr doll, sehr, sehr schnell zugenommen habe. Also teilweise schon so 2-3 Kilo die Woche und die Woche drauf nochmal 1 Kilo und die Woche drauf nochmal 2 Kilo. Und es war natürlich extrem belastend, weil ich, also ich war schon sehr, sehr stark im Untergewicht, muss ich dazu sagen. Und ich hatte aber sehr schnell Normalgewicht erreicht und auch war total verstört. Und ich war natürlich auch völlig fertig, auch weil natürlich so viele Nahrung, weil so eine große Nahrungsmenge auf einmal für den Körper auch, ja, schwer zu realisieren ist, da muss ich erstmal mal gewöhnen. Und natürlich habe ich auch Probleme gehabt mit Verdauungsproblemen, mit Nachtschweiß. Ich hatte richtig viel Wasser in meinem Körper, auch im Gesicht. Ich hatte ein ganz rundes Gesicht und so. Mein Körper musste sich erstmal daran gewöhnen, überhaupt so viel Essen zu bekommen. Weil ich daran gewöhnt hatte, mit sehr wenig auszukommen. Und ja, auch mein Stoffwechsel musste sich dem eindeutig anpassen. Ich habe ja auch Hashimoto, also eine Schilddrüsenerkrankung, wodurch ich öfter mal in der Unterfunktion bin. Und auch meine Medikamente mussten angepasst werden und so weiter. Aber die Zunahme kam jetzt nicht von der Schilddrüse, das will ich auf keinen Fall sagen. Das kam natürlich dadurch, dass ich eben durch dieses Hungern eben meinen Stoffwechsel sehr weit runtergefahren hatte. Und das, obwohl ich eigentlich relativ viel, sage ich jetzt mal, das will ich lieber nicht sagen. Also ich habe von anderen Leuten gehört, die deutlich weniger gegessen haben als ich. Und da habe ich noch, also ich habe immer über 1000 Kalorien gegessen eigentlich, also fast immer. Und ja. Aber wenn man sehr wenig wiegt, ist natürlich auch der Gesamtumsatz sowieso viel niedriger. Aus verschiedenen Gründen habe ich jedenfalls anfangs sehr, sehr stark zugenommen. Und nach ungefähr, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Monaten hatte ich dann schon so 15 Kilo zugenommen. Und dann war ich ja Normalgewicht und habe noch weiter zugenommen. Und also natürlich dann nicht mehr so krass schnell, das ging natürlich schon zurück. Und es gab auch mal Wochen, in denen ich nicht zugenommen habe. Aber das war für mich schon sehr beängstigend. Der extreme Hunger war anfangs bei mir wirklich stark, aber der ging auch zurück ein bisschen mit der Zeit. Und ich habe dann normaler gegessen, eher meinen Bedarf, teilweise aber trotzdem noch viel zugenommen. Was mich natürlich sehr verstört hat und mir auch sehr, sehr große Angst gemacht hat. Und ich habe eben auch gemerkt, wie sich mein Körper verändert hat. Wie ich eben nicht mehr auffallend dünn war. Und das, nachdem ich mich gerade daran gewöhnt hatte, eben auffallend dürr zu sein, mehr oder weniger eigentlich wirklich. Ja, und ich hatte sehr große Angst, dass es, wenn ich jetzt für immer zunehme und das niemals besser wird. Und es niemals aufhört vor allem. Dass es, wenn ich jetzt übergewichtig werde,
wenn ich total fett werde und niemals wieder normal essen kann. Aber natürlich ging, wie gesagt, der extreme Hunger zurück. Ich habe normaler gegessen, aber ich habe trotzdem weiterhin zugenommen, weil ich eben dann meinen wirklichen Bedarf gegessen habe, der natürlich über 2000 Kalorien liegt und nicht nur über 1000. Und ja, ich habe sehr lange weiter zugenommen. Eben auch in kleinen Schritten, so vielleicht ein halbes Kilo die Woche oder mal 300 Gramm, dann auch mal eine Woche wieder 100 Gramm abgenommen, dann wieder 300 Gramm zugenommen, eben so ein bisschen in kleinen, wirklich Mini-Steps. Aber es hat mir Angst gemacht, mein Gewicht gestiegen ist, ne? Weil ich schon in der Mitte des Normalgewichts und ich dachte, oh mein Gott, das hört niemals auf. Aber dann tatsächlich hat es aufgehört, nach irgendwie über einem halben Jahr, wo ich eigentlich konstant zugenommen habe. Und das, obwohl ich, wie gesagt, nach 2, 3 Wochen schon wieder im Normalgewicht war, hat es aufgehört, dass ich zugenommen habe und ich habe langsam wieder Gewicht verloren. Aber ohne, dass ich irgendwie dafür was machen musste. Also, das ist eben das Ding mit der Setpoint-Theorie, die ich ja sehr, sehr fest glaube. Ich glaube, das habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch mal in der Infobox. Der Körper möchte das Gewicht erreichen, mit dem er am besten arbeiten kann. Und auch erst, als ich aufgehört habe zuzunehmen, habe ich meine Periode wieder bekommen. Weil mein Körper das einfach gebraucht hat. Er hat auch diese Vorräte gebraucht. Weil unser Körper ist dann quasi gewöhnt, dass er unterernährt ist. Dass er nicht ausreichend Nahrung und Nährstoffe hat und ausreichend Fettgewebe auch oft, um eben klarzukommen, um eben die Periode zu bekommen, damit der Stoffwechsel richtig läuft und so weiter, für all die Körperfunktionen. Und unser Körper hat eben auch Angst, dass wir ihm das vielleicht wieder wegnehmen können. Denkt, er müsste jetzt erst ein paar Reserven anlagern, eben auch in Form von Fettreserven. Das heißt aber nicht, dass man krass fett wird. Ich war auch absolut nicht krass fett. Ich sah überhaupt nicht übergewichtig aus oder sonst was. Klar habe ich mich total gestresst und habe mich auch gar nicht wohlgefühlt in meinem Körper. Aber im Großen und Ganzen hatte ich einen sehr normalen und gesunden Körper, war trotzdem immer noch schlank. Dann habe ich von alleine wieder ein bisschen Gewicht verloren. Das ging auch ganz, ganz langsam, Mini-Steps, aber ich habe mich damals eben noch einmal die Woche gewogen. Und auch wenn ich jede Woche nur 200 Gramm abgenommen habe, habe ich eben jede Woche irgendwie 100 Gramm abgenommen, 200 Gramm abgenommen. Ich habe natürlich auch mal eine Woche ein bisschen zugenommen, aber es ging dann auch wieder weg. Je nachdem auch, wie der Zyklus ist und die Wassereinlagerungen. Aber ich habe dann wieder ungefähr 5 Kilo verloren. Von ganz alleine, eben über einen sehr langen Zeitraum, also ein halbes Jahr oder so. Ja, aber dann ging es aus irgendeinem Grund wieder los, dass ich zugenommen habe. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich durch Medikamente mich erbrechen musste eine Weile lang und dadurch eben auch wieder ein bisschen Gewicht verloren habe. Und dadurch habe ich dann eben auch wieder mehr extrem Hunger bekommen, weil eben mein Körper dachte, oh nein, wir sind jetzt schon im Mangelzustand, schnell, wir müssen irgendwie ganz viel essen. Und das ging dann aber auch ganz schnell wieder weg eigentlich, weil ich ja meinem Körper nicht wirklich mit Absicht irgendwie Nahrung verweigert habe. Aber mein Stoffwechsel war durcheinander und ich habe wieder angefangen zuzunehmen. Ich dachte, okay, dann nehme ich halt 2, 3 Kilo wieder zu, aber es ging halt weiter und weiter. Und dann hatte ich mein höchstes Gewicht seit Anfang meiner Recovery. Und dachte ich schon so, scheiße, wo führt mich das hier gerade hin? Und ich habe eben nicht krass viel gegessen. Ich habe meinen Bedarf gegessen, mich nochmal bewegt und habe trotzdem weiter Gewicht zugenommen, was mir ein völliges Rätsel war. Und ich habe dann teilweise auch wirklich viel zugenommen, so 1 Kilo die Woche. Woche drauf nochmal 1 Kilo, Woche drauf nochmal 1 Kilo. Und dachte ich schon, okay, das ist hier keine normale Schwankung mehr, was ist hier eigentlich los? Ich bin auch so weit, dass ich wirklich teilweise fast in einen Rückfall gekommen wäre und wirklich eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit hatte. Ja, was glaube ich auch verständlich ist, weil ich einfach eine sehr, sehr starke Panik hatte vor eben der endlosen Zunahme. Werde ich jetzt fett werden? Dachte ich mir. Ich habe dann aufgehört, mich zu wiegen, was auch eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Ich werde auch, glaube ich, demnächst mal ein Video darüber machen, auf jeden Fall einen Post und so. Ich könnt mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich so. Darüber, was jetzt passiert ist mit meinem Körper, seit ich aufgehört habe, mich zu wiegen, was jetzt bald 2 Jahre her ist. Aber ich kann schon mal spoilern, ich bin nicht krass fett geworden. Ich glaube, das sieht man auch. Ja. Aber ich habe aufgehört, mich zu wiegen und habe eben auch schon damit gerechnet, oh Gott, ich werde jetzt wahrscheinlich fetter und fetter und fetter werden. Das Ding ist aber, auch während ich das Gewicht schon zugenommen hatte, habe ich ehrlich gesagt in meinem Körper nicht wirklich eine Veränderung bemerkt. Ich habe zwar gemerkt, dass ich auf der Waage immer weiter zunehme, was mich natürlich in eine tiefe Verzweiflung gestürzt hat, glaube ich, können alle Essgestörten nachvollziehen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich dicker geworden wäre und ich habe in all meine Sachen weiterhin reingepasst und ich habe immer vor den Wiegen mich im Spiegel angeguckt und habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, was ich sehe. Das hat am Ende natürlich nicht so gut funktioniert, weswegen ich auch mit den Wiegen aufgehört habe. Aber ja, was soll ich sagen? Ich hatte nicht das Gefühl, dass mein Körper irgendwie außer Kontrolle gerät oder sowas. Und da kann ich nur wieder sagen, Wiegen, das ist, würde ich wirklich allen davon abraten. Das hat irgendwie so wenig Aussage. Ich verlinke euch mein Video zum Thema nicht mehr wiegen in der Infobox. Ja. Letztendlich habe ich mich seitdem gar nicht mehr gewogen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie viel ich wiege. Ich weiß auch nicht, wie viel ich seitdem zugenommen habe. Aber ich kann euch einfach sagen, ich habe nicht endlos zugenommen. Mittlerweile bin ich, glaube ich, jetzt. Wir haben 2021. Dann bin ich jetzt fast 3 Jahre in Recovery. Und die Zunahme hat aufgehört.
Sie hat schon ganz alleine aufgehört. Ich musste mein Essverhalten nicht einschränken. Ich musste mich nicht mehr bewegen. Im Gegenteil, ich bewege mich eher sehr viel weniger als damals noch und esse eher ein bisschen mehr, würde ich sagen. Und ich habe trotzdem nicht weiter zugenommen. Ich weiß nicht, also ich meine, seit dem Zeitpunkt habe ich bestimmt ein bisschen zugenommen, vielleicht 2 Kilo oder so oder 3, ich weiß es nicht genau. Manchmal denke ich auch eher gar nichts, aber ich habe jedenfalls definitiv nicht endlos zugenommen, da ich noch in einem meiner Hosen von damals reinpasse. Und das Ding ist ja auch immer, man sieht es und man merkt es, wenn man wirklich, wenn der Körper, sag ich jetzt mal, gewichtstechnisch außer Kontrolle in einen ungesunden Bereich gerät, ich sag jetzt mal Übergewicht. Und da meine ich nicht, Übergewicht ist ungesund, das ist nicht so, das kann man so nicht pauschalisieren, sondern ich meine wirklich in einem Bereich, der wirklich im starken Übergewicht liegt, ab wo es wirklich für den Körper ungesund ist. Aber das Ding ist ja auch, angestrebt wird ja im besten Fall die intuitive Ernährung und kein Körper hat seinen Setpoint im starken Übergewicht, der wirklich adipös und richtig ungesund ist. Da möchte kein Körper hin, da kann kein Körper optimal arbeiten und von daher wird es bei der intuitiven Ernährung auch nicht passieren. Ich kann euch doch nur wirklich nur sagen, auch wenn es anfangs total schwer ist und denkt, ihr werdet es niemals schaffen, euch intuitiv zu ernähren, auch weil der extreme Hunger vielleicht extrem kickt, stresst euch nicht. Gebt dem extremen Hunger nach und gebt eurem Körper Zeit zu heilen, von innen und von außen. Mittlerweile, wie gesagt, 3 Jahre bin ich jetzt in Recovery und mein intuitives Essverhalten klappt ziemlich gut. Ich würde sagen, zu 95% esse ich intuitiv und es ist für mich auch kein Ding mehr. Also es ist für mich kein Stresspunkt mehr, es ist für mich kein Problem und es ist alles total in Ordnung. Und ich habe aufgehört zuzunehmen. Es war für mich anfangs sehr schwer zu akzeptieren, dass mein Körper ist, wie er jetzt ist, weil ich nicht an der alleruntersten Grenze des Normalgewichts bin, aber ich bin auch nicht an der obersten Grenze. Ich habe einfach ein ganz normales, gesundes Gewicht und ich musste lernen, damit klarzukommen. Ich musste lernen, das eben auch realistisch zu sehen und da eben eine objektive und auch gesunde Sichtweise auf mich und meinen Körper zu haben und auf mein Gewicht. Das ist eine sehr große Herausforderung, aber wenn es wirklich darum geht, um die Frage, wird man für immer zunehmen, wird man fett werden, dann ist die Antwort definitiv nein. Denn wie gesagt, kein Körper hat seinen Setpoint in einem ungesunden Gewichtsbereich. Das möchte kein Körper und intuitive Ernährung ist da wirklich, kann ich nur sagen, der absolute Schlüssel zu allem. Wie gesagt, das braucht absolut Zeit, aber ihr werdet nicht für immer zunehmen, weil der Körper, der Stoffwechsel passen sich ja auch an. Wenn man Gewicht zunimmt, kann man auch mehr essen. Und ich kann jetzt deutlich mehr essen als natürlich im Untergewicht, weil ich eben auch deutlich mehr wiege, was ja völlig normal ist. Aber auch der Stoffwechsel passt sich dem an. Es braucht aber auch seine Zeit. Und auch wenn ihr anfangs vielleicht ganz schnell und ganz viel zunehmt, glaubt mir, das wird stoppen. Bei mir war das auch so, dass ich dachte, oh wow, ich nehme jede Woche 1 Kilo zu, wie kann das sein? Und es war plötzlich vorbei. Es hat plötzlich einfach gestoppt und ich habe gar nicht mehr zugenommen. Ich dachte auch immer, das müsste sich irgendwie eher langsam ausschleichen oder so, aber so war es nicht. Und jedes Gewicht, das mein Körper nicht wirklich gebraucht hat, habe ich dann auch wieder verloren. Wie gesagt, wie viel ich jetzt wiege, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich habe ein gesundes Gewicht. Ein normales Gewicht, mit dem mein Körper gut arbeiten kann. Ich bekomme eine Periode und es geht mir gut. Ich fühle mich fit. Meinem Körper geht es gut. Ich meine, ich bin immer noch chronisch krank, so, aber was das Gewicht angeht, ist alles gut bei mir. Und das, obwohl ich wirklich anfangs wirklich rasant schnell und viel zugenommen habe. Auch als ich meinen Bedarf gegessen habe, noch weiter zugenommen und so weiter, dachte wirklich, es wird nie aufhören, ich werde immer zunehmen. Wenn man sich so 40 Wochen hintereinander gewogen hat und jede Woche hat man zugenommen, denkt man, okay, das kann ja nur, es kann ja nur dramatisch enden. Und ich habe wirklich gedacht, es kann nicht mehr aufhören, dass ich aufhöre zuzunehmen. Ich kann nichts anderes mehr als zuzunehmen. Aber wie gesagt, wäre das der Fall gewesen in den letzten 2 Jahren, dann würde ich jetzt anders aussehen. Dann würde ich in meine ganzen Klamotten von damals nicht mehr reinpassen, aber das tue ich. Und ich möchte euch damit einfach Mut machen. Und euch zeigen, also ich habe auch gedacht, wenn ich aufhören würde, mich zu wiegen, würde ich noch viel krasser zunehmen oder weil ich die Kontrolle verliere und nichts mehr ändern kann. Aber das Ding ist, wir haben immer Angst, dass wir irgendwie plötzlich aufwachen und 300 Kilo wiegen, bevor es so weit kommt. Bevor es so weit kommt, dass wir wirklich in einem richtig krass ungesunden Gewichtsbereich sind, uns nicht mehr richtig bewegen können und gesundheitliche Folgen davon haben, werden wir es merken, auch ohne die Waage. Wir werden es sehen, wir werden es spüren, wenn wir uns bewegen. Die Leute um uns herum werden es merken. Es ist nicht nötig, das mit einer Waage zu überwachen. Denn wie gesagt, die Waage sagt ungefähr gar nichts darüber aus, wie unser Körper wirklich gerade drauf ist, wie es funktioniert alles. Und wie gesagt, ich wiege zum Beispiel jetzt wahrscheinlich ungefähr so viel wie eine Zeit lang vor meiner Essstörung. Aber ich bin jetzt schlanker, weil ich einfach viel mehr Muskelmasse habe als damals, weil ich damals mich kaum bewegt habe und mittlerweile schon. Ich mache auch Sport und das ist ganz logisch. Da kann ich wieder nur sagen, scheiß bitte unbedingt auf diese scheiß Waage. Ich weiß, es ist total schwer, aber ich kann euch sagen, ich hatte einen extremen Wiegezwang und ich bin davon weggekommen und ich bin heute einfach wirklich, wenn ich darüber nachdenke, bin ich so erfüllt mit Dankbarkeit und Glück über diese Entscheidung, die ich mir selber sehr schwer gemacht habe und ich wünschte, ich hätte sie viel früher getroffen, denn
Es war einfach eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Leid erspart. Und ich kann jetzt, egal an welchem Tag der Woche, weil es gibt keinen Wiegetag mehr, einfach einen Burger essen und ich muss danach mich nicht mega krass stressen, weil mittlerweile habe ich realisiert und verinnerlicht, ich werde am nächsten Tag nicht fett geworden sein. Auch wenn ich jetzt heute 5000 Kalorien essen sollte und mich nicht bewegen, werde ich morgen nicht aufwachen und fett sein. Das ist halt einfach so. Ich glaube, das weiß auch jeder Mensch, aber die Essstörung versucht einem halt teilweise was anderes irgendwie einzureden und man hat da eben einfach Angst vor. Das ist auch völlig normal. Das ist eben wirklich was, das muss man austesten, immer wieder, um zu sehen, es passiert einfach nichts. Also nicht 5000 Kalorien essen, ich meine, ihr könnt machen, was ihr wollt. Extremer Hunger kann kicken, da kann man, das kann es auch schon mal vorkommen. Aber eben solche Sachen machen wie einen Burger essen und dann eben am nächsten Tag sehen, so, hey, es passiert ja gar nichts. Es ist ja gar nichts passiert. Und wenn man diese Erfahrungen immer wieder macht, dann verinnerlicht man das völlig und dann geht diese Angst auch immer mehr weg, kann ich nur aus meiner Erfahrung wirklich sagen. Und klar kann es passieren, wenn man irgendwie ein fettreiches oder sehr salziges Essen hatte, dass man am nächsten Tag deutlich schwerer ist, vielleicht einfach durch Mageninhalt, durch Wassereinlagerungen oder auch durch Hormone und so weiter. Aber das muss mich nicht mehr stressen, weil die Zahl auf der Waage existiert für mich nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schön. Ja, und ich glaube auch, dass wenn man sich nicht mehr wiegt, man ein ganz anderes Körpergefühl bekommt. Weil man eben nicht davon ausgeht, oh, jetzt bin ich fetter geworden, weil ich auf der Waage. Das muss nämlich nicht zutreffen. Die Waage hat nicht immer recht, eigentlich nie. Was ich eigentlich hier gerade sagen möchte, ist, ihr werdet nicht für immer zunehmen. Kein Mensch nimmt für immer, immer weiter zu. Um für immer zuzunehmen, müsstet ihr eure Kalorien immer weiter steigern und immer über euren Bedarf essen. Und das wird kein Körper wollen. Das wird sich nicht gut anfühlen. Und kein Mensch würde einfach so, obwohl es sich nicht gut anfühlt, ohne einen Grund immer weiter mehr und mehr und mehr essen. Natürlich ist das Ding natürlich auch mit Binge-Eating, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber auch das ist, wie gesagt, eine Essstörungsform, die behandelt werden muss natürlich und auch behandelt werden kann. Aber auch Menschen, die unter Binge-Eating leiden, werden sehr wahrscheinlich nicht für immer unendlich zunehmen. Denn jeder Körper sagt an irgendeinem Punkt, stopp, bis hier noch nicht weiter und dann nimmt man einfach nicht weiter zu. Eben auch, weil umso mehr man wiegt, ja, umso mehr der Bedarf auch steigt. Ja. Die unendliche Zunahme existiert nicht. Kein Mensch wird für immer unendlich zunehmen. Das kann ich euch an dieser Stelle versichern. Und gerade für Leute, die jetzt aus der Anorexie kommen und recovern und eben, wie gesagt, vielleicht auch extrem Hunger haben, das gar nicht mehr kennen und völlig verstört sind von den krassen Mengen, die sie, oder den krassen Mengen, die, je nachdem, da ist ja auch die Empfindung sehr anders, die sie essen. Ich kann euch wirklich versichern, ihr werdet nicht krass fett werden. Ihr werdet sehr wahrscheinlich auch nicht ins Übergewicht kommen. Beziehungsweise Übergewicht, das ist halt auch sowas, BMI, das ist eigentlich auch Schall und Rauch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr werdet in keinen ungesunden Gewichtsbereich kommen. Es wird kein Punkt kommen, an dem ihr es aufhalten müsst, weil euer Gewicht immer weiter hochgeht und es keine guten Ausmaße mehr hat oder keine normalen Ausmaße mehr hat. Euer Körper wird sein Setpoint-Gewicht finden, früher oder später. Ich weiß, wenn ich jetzt sage, bleibt entspannt, hilft es keinem weiter und es ist nicht möglich, aber versucht euch so wieder vor Augen zu führen. Versucht euch andere Leute anzugucken, die recovered haben, die recovered sind und ihr werdet da sehr sicher niemanden finden, dessen Gewicht extrem explodiert ist und der für immer zugenommen hat. Die Gewichtszunahme wird aufhören. Dass euer Körper anfangs verwirrt ist und schnell ganz viel einlagern möchte, ist normal. Das Ding ist, ihr dürft an der Stelle dann nicht sagen, oh, ich mache jetzt wieder einen Rückzieher und nehme jetzt wieder ab. Weil dann wird euer Körper immer verwirrt bleiben. Zieht es einfach durch. Und damit werdet ihr merken, euer Körper wird sich einpendeln. Es wird aufhören. Das ist ein Versprechen. Die Gewichtszunahme wird aufhören. Und wie gesagt, ich dachte selber nach mehreren Monaten immer weiter Gewichtszunahme, das wird nichts mehr. Ich werde auf jeden Fall extrem fett werden und kann mich dann nicht mehr bewegen, weil ich einfach nur 300 Kilo wiege. Aber es ist nicht passiert. Der Punkt wird auch bei euch kommen, wo die Gewichtszunahme aufhört, wenn euer Körper sich dem angepasst hat. Euer Stoffwechsel wird sich normalisieren und es wird alles gut werden. Die unendliche Zunahme ist eine sehr große Angst, weil die Essstörung möchte natürlich, dass wir so abgemagert wie möglich sind. Aber hört nicht auf die Essstörung, denn sie möchte nicht euer Bestes, das kann ich euch versichern. Dieses Video war sehr, sehr lang. Ich habe sehr, sehr viel geredet. Ich habe auch sehr viel Wirr. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden. Ich muss auch ein bisschen wieder jetzt in den Videoflow reinkommen, da ich ja jetzt 3 Wochen kein Video mehr gedreht habe. Aber ich hoffe, es hat euch geholfen, vielleicht von meinen Erfahrungen zu hören. Und wie gesagt, diese Erfahrungen habe nicht nur ich gemacht, sondern alle Leute, die ich kenne, die recovered haben. Wie gesagt, ich bin jetzt natürlich recovered von Anorexie, über die anderen Essstörungen kann ich jetzt nicht so viel reden, aber auch da habe ich andere Leute gesehen und wie gesagt, ich habe noch nie von jemandem gehört, der unendlich zugenommen hat und das wird auch bei euch garantiert nicht passieren. Hört nicht auf die Essstörung, sie ist nicht euer Freund und ja, diese Angst
ist unbegründet, auch wenn sie immer da ist. Ihr müsst euch da stellen und ihr werdet merken, es wird alles gut werden. So. Es würde mich sehr interessieren, wie eure Erfahrungen sind mit der unendlichen Zunahme. Und ob ihr auch die Angst habt oder hattet vor der unendlichen Zunahme. Falls ihr in der Recovery seid oder schon recovered habt, schreibt doch gerne mal, wie sich es bei euch entwickelt hat. Und ja, ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ja, wenn ihr natürlich auch ein Abo da lasst, das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Und ansonsten, ja, habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, wie gesagt, es wird euch geholfen, es war irgendwie verständlich. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.